Es gab diese Idee. Eine Gruppe außergewöhnlicher Leute zusammenzubringen. Wir wollten damit etwas Großes erschaffen. Damit wir, wenn nötig, die Schlachten schlagen können. Die zu groß für sie sind. Erfahren, wie es ist, zu verlieren. Fest daran zu glauben, im Recht zu sein und trotzdem zu scheitern. Fürchtet es? Flieht davor? Das Schicksal holt euch trotzdem ein. Evakuiert die Stadt. Aktiviert die Verteidigungsposten. Und gebt diesem Mann einen Schild. Das Universum ins Gleichgewicht zu bringen, klingt eigentlich nicht nach Spaß. Aber das hier... zaubert mir doch ein Lächeln aufs Gesicht. Wer zur Hölle seid ihr denn? Sie schaffen es doch immer wieder, bei mir Gänsehaut auszulösen. Zum einen wegen der sehr vielen coolen einzelnen Eindrücke, aber auch wegen der Gesamtwirkung hier im ersten Teaser-Trailer zu Avengers Infinity War, den uns Walt Disney ab dem 26. April 2018 in die deutschen Kinos bringt. Ich mag am Anfang diese heroisch-traurige Stimmung, dann das Auftreten von Thanos, der wirkt einfach mächtig, schrägstrich übermächtig. Und als er Vision den Infinity Stone aus der Stirn zieht, damit den zweiten hat, dann merkt man einfach, dass da pure Kraft dahinter steckt und auch, dass die Avengers selbst kombiniert vielleicht nicht mehr stark genug sind, um gegen ihn zu kämpfen, bis hin, dass wir das Aufeinandertreffen von Thor und den Guardians of the Galaxy sehen, die mitmischen werden. Und das ist zum einen die grobe Fahrtrichtung, die wir hier erwarten und erleben dürfen in der Weiterentwicklung des Marvel Cinematic Universe, aber dann auch einzelne Helden zu sehen und ihre Weiterentwicklungen, Schrägstrich Updates, hinterlassen eine gewisse Wirkung. Ich finde den neuen Look von Captain America saucool. Ich finde aber genauso, dass Tom Hollands neuer Spidey-Suit oder Peter Parkers Spidey-Sensoren, wie sie gezeigt werden, saucool rüberkommen innerhalb des Films oder dieses Teaser-Trailers, dann Loki zu sehen mit dem Tesseract, aber auch einen Eric Banner neben dem zerrissenen Arm des Hulkbusters. Das sind viele Eindrücke, die auf der einen Seite sehr am Boden wirken, aber gerade am Ende raus mit den Guardians of the Galaxy doch etwas sehr Hoffnungsvolles haben. Und in dieser Konstellation traue ich diesem Film einfach zu, weil er von den Russo-Brüdern inszeniert wird, die ja auch Captain America Civil War gemacht haben, dass er A, wieder ein bisschen mehr Tiefgang kriegt, wie beispielsweise es bei einem Thor 3 nicht unbedingt funktioniert hat und vor allem, dass wir hier auch einen Bösewicht kriegen, die einfach stark und mächtig ist und dass es Sinn macht, dass sich alle zusammenschließen müssen gegen ihn. Aber erster Look, erstes Feeling, ich habe einfach Gänsehaut am Ende gehabt und ich will diesen Film sehen. Bis zum 26. April ist aber noch eine ganze Weile warten angesagt. Was oder wie fandet ihr denn diesen ersten Teaser-Trailer? Lasst es mich gerne auch wissen. Habt ihr irgendeinen Lieblingsmoment innerhalb dessen? Dann schreibt das gerne in die Kommentare und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.